Hier geht es um die Fortsetzung der Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt im Rahmen der Sondernutzungssatzung. Und wir sind in der Fraktionsrunde unterwegs. Es würden jetzt Freie Wähler, Freie Bürger beginnen. Wird das Wort gewünscht? Nein. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. AfD das Wort gewünscht? Ja? Wenn ja, wer? Nee, doch nicht. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze? Nein. CDU, Herr Kaden? Nein. Linke, Herr Scholbach natürlich. Jetzt. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Stadtrates, meine Damen und Herren, zu diesem Punkt muss man jetzt nun wirklich zwingend reden. Das ist wirklich geradezu feige, hier jetzt die Klappe zu halten. Was passiert hier gerade? Tagesordnungspunkt 29. Unter diesem Tagesordnungspunkt soll beschlossen werden, dass die Landeshauptstadt Dresden in diesem Jahr auf Einnahmen in Höhe von sage und schreibe einer 750.000 Euro verzichten soll. Ich erinnere noch mal an den Anfang dieser Sitzung, wo uns hier dargelegt worden ist, wie dramatisch die Haushaltslage sei. Ich erinnere mal an die Worte des Stadtrates Krüger von der CDU-Fraktion, der hier, weil Vorschläge gekommen waren, etwas für die Ärmsten der Armen zu tun, den Dresdenpass zu verbessern, der von irrationalem Handeln sprach, von Klientelpolitik und dass wir uns ein solches Weitermachen verbieten müssten. Und ich erinnere an die Kahlschlagvorschläge der FDP, die hier gleich mal unseren öffentlichen Personennahverkehr, unsere Dresdner Verkehrsbetriebe demolieren will. Bergbahnen streichen, Dresdenpass streichen, Sozialticket streichen. Das sind so die Vorschläge. Und jetzt kommen wir und wollen so mir nichts, dir nichts auf eine 750.000 Euro verzichten. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn das keine Klientelpolitik ist, dann weiß ich es auch nicht. Das sind genau dieses FDP-Netzwerk, das sind die FDP-Kumpels, die hier profitieren sollen. Das ist wirklich auf das Schärfste zu kritisieren. Meine Damen und Herren, man muss sich das auch noch mal vor Augen führen. Wir haben in Corona-Zeiten, also in einer extremen Ausnahmesituation, die wir so in dieser Stadt noch nicht hatten, haben wir in Corona-Zeiten eine Ausnahme beschlossen. Und das war damals durchaus vertretbar. Aber Corona ist nun vorbei. Die Ausnahmesituation ist nun vorbei. Und das, was wir gegenwärtig erleben, Preissteigerungen, Inflation, darunter leiden doch alle Menschen. So, wo sind denn die Entlastungen der Landeshauptstadt Dresden für die ärmeren Menschen, die weniger Geld im Geldbeutel haben? Wo sind sie denn? Da sehe ich nicht so sehr viel. Und wenn, dann wird es verunglimpft von der CDU und von der FDP, die es gleich streichen wollen. Wir haben uns im Ausschuss mit der Frage befasst und haben die Frage aufgeworfen, Mensch, was kommt denn dabei raus, wenn wir diese Gebühren erlassen? Was sind denn die genauen Effekte, die wir uns davon erwarten? Das konnte aber natürlich gar nicht nachgewiesen werden. Da nimmt man einfach etwas an. Die Wahrheit ist, hier werden für das FDP-Klientel mitten in Zeiten der Haushaltskrise unter einer laufenden Haushaltssperre eine 750.000 Euro verschenkt. Meine Damen und Herren, diese Verschiebung aus öffentlichen Mitteln hin zum FDP-Klientel, die werden wir nicht mitmachen. Wir lehnen das ab. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. FDP, Herr Maloney.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, zunächst einmal, wenn wir nach hinten blicken wollen, also in die Vergangenheit, dann sollten wir das mal tun. Und dann können wir nämlich feststellen, dass der Stadtrat ja mehrfach bestätigt hat, die Sondernutzungsgebühr für Gastronomie, Handel und kostenfreie Veranstaltungen haushalterisch nicht einzuplanen und auszusetzen. Warum haben wir das damals getan? Es ging uns allen hier darum, zumindest ein Großteil, dass wir eine gesamte Branche zumindest in den Rahmen der kleinen Möglichkeiten, die wir überhaupt haben, dass wir den Kostensteigerungen ersparen, auf die Beine helfen und nachhaltig Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen sichern. Und unsere Innenstadt und unsere Stadtteile und öffentliche Plätze zu beleben. Und da helfen Gastronomie und Events am meisten. Und es hat geholfen, man hat die Effekte gesehen. Viele Sondernutzer sorgen für Leben im öffentlichen Raum, obwohl es viele Unternehmen kostenseitig aktuell nicht wesentlich einfacher, teilweise sogar schwerer haben als zu Corona-Zeiten. Und wenn man dann Diskussionen hört, dass man jetzt über gesteigerte Nutzung der Sondernutzung Mehreinnahmen generieren könnte, meine Damen und Herren, das ist albern, weil natürlich sind die Einnahmeerwartungen jetzt aktuell höher, weil wir natürlich jetzt gerade viele Anmeldungen haben, weil natürlich, wenn die Gebühren wegfallen, der Gastronom mal vier Tische mehr rausstellt und weil der Veranstalter natürlich auch etwas mit mehr Fläche plant. Und wenn wir über Veranstaltungen und wenn wir über Feiern und Festivitäten reden, es sind ja gerade nicht die professionellen, hochdotierten Eventmanager, die davon am meisten profitieren, weil die können das wahrscheinlich in ihrer Margenrechnung oder in ihrer Kostenrechnung noch verkraften. Es sind eher die kleineren Veranstalter. Es sind die kleinen Kleinbesitzer, die sagen, wir können uns das jetzt in unserer Kostenstruktur gegebenenfalls noch mit leisten. Und seien wir doch einfach mal wieder froh, dass Leben auf unseren Plätzen und Flächen herrscht und dass die Dresdnerinnen und Dresdner diese Angebote auch freudig annehmen. Der heutige Beschlussvorschlag der Verwaltung, die Anpassung der Satzung, ist schon aus dem klaren Bekenntnis beim Haushaltsbeschluss im Dezember 2022 herleitbar und aus unserer Sicht eigentlich nur eine reine Formalie, die schon viel früher hätte vorgelegt werden müssen oder direkt aus dem Haushaltsbegleitbeschluss hätte übernommen werden können, weil sie auch entsprechend schon praktiziert wurde. Und darum bitte ich heute, lassen Sie uns diese Formalie bestätigen, damit die geübte Praxis der letzten Jahre weiter Zuverlässigkeit und Sicherheit für die aktive Nutzung der öffentlichen Plätze und Flächen bringt. Vielen Dank. So, damit erstmal Fraktionsrunde beendet. Wir kommen zu weiteren Rednern. Herr Karten, Herr Schmählich. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe bei Lesen dieser Vorlage eigentlich nicht beabsichtigt, mich zu äußern und deshalb hatte ich auch zunächst auf dem Rederecht verzichtet in der ersten Runde, aber nach dem, was Herr Schollbach gesagt hat, habe ich es dann doch für notwendig gehalten, hier nochmal das Wort zu ergreifen. Und ich sage mal, Herr Schollbach, wenn wir bis zur Stadtratswahl auf diesem Niveau weitermachen, dann weiß ich gar nicht so richtig, ob wir da in den nächsten Monaten wirklich noch was zustande bringen und gemeinsam gute Beschlüsse fassen können. Das ist immer die Frage des Blickwinkels, des Betrachters. Und ob es ein schlechter Beschluss ist, das muss man sich vielleicht noch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie denn die Genese dieser Angelegenheit ist. Sie haben sich hier hingestellt und haben gesagt, da soll heute etwas beschlossen werden. Ich nähere mich der Sache ganz anders. Das, was heute vollzogen wird, ist längst Beschlusssache, ist längst Beschlusslage, längst beschlossen. Und wenn Sie sich mal das Dringlichkeitsschreiben des Oberbürgermeisters ansehen, da steht ja bereits drin, dass mit Beschluss vom 16. Dezember der Stadtrat diese Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt sowie die Unterstützung für die besonders angeschlagene Gastronomie- und Veranstaltungsbranche und die Verlängerung der zeitlich begrenzten Befreiung von Sondernutzungsgebühren bis zum 31.12.2024 beschlossen hat. Was wir damals allerdings nicht beschlossen haben, und das ist sozusagen das, was wir jetzt noch handwerklich nachholen, sind die dazu notwendigen Satzungen. Denn es kann nur mit Satzungsrecht entsprechend geregelt werden. Insofern ist das, was wir jetzt tun, aus meiner Sicht nur ein Vollzug. Und ich denke, in diesem Stadtrat ist es guter Brauch, dass wenn wir Dinge beschlossen haben, selbst wenn sie mir im Einzelfall nicht gefallen,
ich nicht dann hergehe und ein paar Monate später alles wieder verändere. Wenn wir das zulassen, dann wären wir, denke ich, relativ beliebig in unseren Beschlüssen. Und insofern muss man das der guten Vollständigkeit auch noch hier insbesondere der Öffentlichkeit so mitteilen. Es ist längst beschlossen. Es ist heute letzten Endes der Vollzug. Ich sage mal zu diesen Begriffen, die Sie auch zum Teil gewählt haben, FDP-Klientel, FDP-Kumpels. Nun bin ich nicht derjenige, der FDP beispringen muss, aber das finde ich insgesamt relativ Unterniveau. Das brauchen Sie eigentlich auch nicht. Das ist Klassenkampf übelster Natur. Das bringt uns hier im Stadtrat aber nie weiter. Kann man vielleicht in mancher linken Postille, die dann im Rathaus ausliegt, so beschreiben. Aber ich rate uns allen, doch hier sachlich zu bleiben. Und ich rege an, dass wir das heute so beschließen, wie wir es längst beschlossen haben, und damit diesen Beschluss aus dem Dezember bestätigen und das in die Satzung gießen und damit vollziehen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Schmelich, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, und da gebe ich Herrn Kahn komplett recht, dieses Thema eignet sich nicht zu klassenkämpferischen Tönen. Es ist völlig richtig, dass dieser Stadtrat, darüber hat es ja dann auch Diskussionen in den Ausschüssen gegeben und ich war darüber auch nicht besonders erfreut, hat beschlossen, dass genau wir eine solche Regelung treffen. Aber die Logik, die Sie hier aufgezeigt haben, Herr Kaden, darf doch auch mal hinterfragt werden. Dieser Stadtrat hat im Übrigen auch einen Haushalt beschlossen, mit Mehrheit, der aufgrund der finanziellen Situation teilweise Makulatur ist. Das heißt also, wir müssen auch als Stadtrat bereit sein, zu sagen, ist vor dem Hintergrund der jetzt real existierenden Situation ein Beschluss von damals noch zu rechtfertigen, insbesondere wenn ich an die Größenordnung, die eben über eine Dreiviertelmillion Euro liegt. Und da müssen wir meines Erachtens als Stadtrat auch bereit sein zu sagen, nein, also so weit geht Long-Covid nicht, dass wir praktisch jetzt auch notwendige Vergünstigungen in einer Zeit, wo wir alle der Meinung waren, da gibt es eine Menge auch Unternehmungen und Unternehmer und Unternehmerinnen, die Hilfe brauchen, zu sagen, ja, es hat gewirkt, aber wir müssen es nicht fortschreiben, weil diese Fortschreibung bedeutet, dass es zulasten auch anderer Leistungen dieser Stadt geht. Und deshalb sollten wir nicht mit Schimpf und Schande auf diejenigen, die sich heute noch auf diesen Beschluss kaprizieren, schauen, sondern ich möchte eher appellieren an diejenigen, die damals diesen Beschluss für richtig gehalten haben, darüber nachzudenken, ob er heute immer noch richtig ist und ob wir nicht als Stadtrat hier an dieser Stelle auch eine Korrektur auf den Weg bringen sollten. Dafür plädiere ich. Lassen Sie uns hier nicht leichtfertig Geld aus dem Fenster werfen, welches auch zweifelhafte Effekte haben wird. Denken Sie bitte noch mal darüber nach. Ich halte es auch für sachgerecht, wenn wir an dieser Stelle die weitere Subventionierung der Sondernutzung beenden. Vielen Dank. So, das führt zu weiteren Wortmeldungen. Herr Schulze und dann Herr Lommel. Wir wollen jetzt keinen extra Beitrag, sondern nur die punktweise Abstimmung beantragen an dieser Stelle. Punkt 2 separat ist gebeten, das nehmen wir dann auf. So, Herr Lommel noch. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz. Es geht hier um eine Dreiviertelmillion, die wir jetzt möglicherweise und ganz sicher weniger einnehmen. Wir sind Einnahme-Weltmeister in Deutschland, was Steuern angeht, was Abgaben angeht, was Gebühren angeht. Und dann erzählt die linke Seite, wir wollen noch mehr haben. Die Idee, dass
man eine Wirtschaft mal ein bisschen langfristiger letztendlich ankurbelt, damit auch mal danach zusätzliche Einnahmen auch für die Gemeinde und für die Steuer kommen, das ist den Linken völlig fremd. Völlig. Bei denen gibt es nur eines Weltmeister in Einnahmen, einkassieren, den Bürger schröpfen. Und ich möchte Ihnen einen sagen, wenn es etwas gibt, was mich in der Politik interessiert, ist es ein schlanker Staat, effizienter Staat, wenig Ausgaben, das Geld nicht aus der Tonne rauspressen und bei jeder über Ausgabe, die man überlegt, das ist fremdes Geld, das ist nicht unseres Geld. Wir sind Treuhänder und nicht Ausgeber. Dankeschön. So, das sieht nach abgearbeiteter Rednerliste aus. Dann binden wir den Sack schnell zu und haben einen federführenden Ausschussbericht, den wir abstimmen können. Da ist gebeten, den Punkt 2 separat. Deswegen würde ich mir erlauben, zunächst die Punkte 1 und 3 zur Abstimmung zu stellen und dann den Punkt 2 separat. Wer für die Punkte 1 und 3 ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ich glaube 19 Gegenstimmen und keine Enthaltung, damit so angenommen. Und dann kommen wir noch zur Abstimmung über den Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 32 Nein, keine Enthaltung, damit auch so beschlossen.